ist das eigentlich dein Ferienjob, Vince, oder was machst du hier hinterm Tresen? Entschuldigung, Dr. Nö, ich möchte Ihnen hier eine schöne Cola spendieren und Sie werden hexig. Übrigens, wussten Sie, dass man Hexen im Mittelalter den Prozess mit dem Cola-Dosen-Prinzip gemacht hat? Ist klar, Vince, im Mittelalter gab es auch so viel Cola. Soweit ich weiß, wurde das Zeug vor rund 125 Jahren als Medikament gegen Depressionen und Impotenz entwickelt. Damals sogar noch mit Koks. Prost, Mittelalter! Wirkt schon? Ich meine ja auch nur das Cola-Dosen-Prinzip. Und das wurde tatsächlich in der Inquisition im Mittelalter angewendet. Und zwar hat man die Frauen an Armen und Beinen zusammengebunden und hat sie in den Fluss geworfen. Wenn sie an der Oberfläche geblieben ist, war sie eine Hexe und ist danach verbrannt worden. Ist sie untergegangen, war sie unschuldig und ist ertrunken. Das ist ja abartig. Auf so eine Idee können aber auch nur Männer kommen. Ja, aus der Sicht der Kirche eine klassische Win-Win-Strategie. Ja, und warum schwimmt jetzt die normale Cola nicht? Weil ihre Kalorien zu schwer sind? Gar nicht so schlecht, Dr. Nö. Die normale Cola geht deswegen unter, weil in der normalen Cola Zucker gelöst ist. Und zwar 12 Stück Würfelzucker. 12 Stück in einer Dose? Ja. Ja, ist denn da überhaupt noch genug Platz für die Cola? Ja, denn die Zuckermoleküle schieben sich zwischen die Wassermoleküle. Die Flüssigkeit wird also nicht mehr, sondern dichter und schwerer. Und wenn ihr mehr über Cola und Softgetränke erfahren wollt, dann klickt in unsere Kategorie Mythos ein. Cheers! Ja, schmeckt's.